Herzlich willkommen zu Teil 2 dieses Ladebildschirms. Im letzten Teil haben wir somit hier abgeschlossen und ich habe gesagt, ich mache noch einen zweiten Teil, was ich ja jetzt hier auch mache. Und ich möchte jetzt euch heute hier zeigen, wie ihr noch einen Ladebalken hinzufügen könnt, ohne Python, also ohne dass wir überprüfen, wie weit das Spiel tatsächlich ist, sondern so einen kleinen Trick anwenden, dass es so aussieht, als wäre ein Ladebalken da, der dann durchlädt und danach das Spiel erst anfängt, noch kurz im Hintergrund zu laden und dann wir ins Spiel kommen. Und ja. So viel dazu also. Das heißt, ich zeige euch erstmal, wie man so einen Ladebalken macht, den man dann auch steuern kann via Property. Gut, fangen wir damit an. Wie gesagt, es könnte heute auch etwas länger sein, also etwas länger werden, das Tutorial. Ich schalte mal kurz noch hier meinen Timer wieder um, damit ich auch halbwegs sehe, wie viel Zeit wir noch, also wie viel Zeit schon verschwendet wurde, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, egal. Ich gehe jetzt hier wieder in den Default-Modus. So. Weil wir jetzt erstmal was Kleines modellieren müssen. Und zwar brauchen wir eine Ladebalken. Das heißt, ich gehe auf die Welt laden hier. Und dann gehe ich hier mit diesem 2D-Cursor hin. Und dann brauchen wir eine Plane. Diese Plane wird unser Ladebalken werden, der sich dann über diese Strecke hier, also über diese gesamte Textstrecke hier erstrecken soll. So, das ist der Ladebalken also, etwa hier hin. Schauen, dass er auch auf der gleichen Höhe vom Text ist, damit wir das auch wirklich genau anpassen können. So etwa. Gucken mal. Passt ganz gut. Ja, passt ganz gut. Als nächstes brauchen wir eine Farbe. Das heißt, wir erteilen wieder ein Material oder vergeben wieder ein Material. Keine Specularity. Und ich möchte, dass einfach, dass er gelb ist. Das heißt, ich gebe hier noch 0,8 ein. Ich möchte, dass er shadeless ist wieder, dass er auch so schön leuchtet. Und dann soll er hier so durchlaufen. So. Als nächstes müssen wir den hier verschieben und zwar im Edit-Modus. Das heißt, ich gehe mit Tab in den Edit-Modus, so dass ich die Plane so nehmen kann. Und jetzt muss ich diese komplette Plane hier nach vorne ziehen, so dass der Mittelpunkt von der Plane, also so dass dieser kleine Punkt hier genau am Ende der Fläche ist. So. Und zwar ist das aus dem Grund, dass ich jetzt nur noch in eine Richtung skalieren kann, wie ihr seht. Egal, ob ich jetzt in diese Richtung gehe, in diese, also in diese, klar geht es in die andere Richtung, aber es geht immer nur in eine Richtung und nicht in beide Richtungen auf oder lang. Und das ist jetzt der Vorteil daran. Und jetzt kann ich, huch, so, jetzt kann ich hier eben diesen Ladebalken animieren gleich. Und jetzt muss ich erstmal eine Größe, ups, hallo, eine Größe vorgeben, die er beim ersten Frame sozusagen haben soll. Und das ist einfach die Größe hier. Das könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Aber es sollte schon recht klein sein am Anfang, logischerweise. Und es wird ja dann langsam groß. Jetzt brauchen wir genau hier unten auf dieser Leiste 100 Frames, genau, weil wir jetzt einfach das wie Prozentangaben nutzen können, dann wie 100%. Das heißt, wir müssen von 1 bis 101 gehen. Und ich setze hier direkt den ersten Keyframe. Das heißt, ich gehe auf Frame 1 hier unten, so dass hier auch 1 steht, hier und da. Und jetzt kann ich hier auf das i drücken. Und, also auf die Taste i. Und dann kann ich hier Scaling auswählen. Also Insert Keyframe, Scaling. Und dann gehen wir auf den Frame 101. So. Und skalieren das Ding so groß, wie wir es dann später haben möchten. In meinem Fall ist das dann bis dort drüben. Ich muss jetzt hier gucken, ob das da drüben passt. So halbwegs wenigstens. Ich möchte das halbwegs genau machen. So ist das okay. So. Und dann wieder hier E-Scaling. Und zwar auf 100. Und jetzt seht ihr schon, dass wenn ich das jetzt hier mal ablaufen lasse, dass der Ladebalken sich langsam füllt. So. Und ihr seht, er wird langsam, also er wird wieder langsamer. Am Anfang und am Ende wird das ja so lang, also wieder langsam schneller und langsam wieder langsamer. Und das möchten wir nicht. Und dazu gehen wir hier oben statt Default auf Animation. So. Und jetzt sind wir hier natürlich wieder. Wie sollte es auch anders sein? In der falschen Szene. Und ich setze hier noch kurz auf Texture um. So. Also, gut. Jetzt zeige ich euch mal, warum das so ist. Mache das hier mal groß, sodass ihr das seht. So. Das hier, diese rote Kurve, ist jetzt das Scaling. Die Scaling-Animation von, also hier sehen wir es auch, von unserer Plane Action. Und dieses Scaling ist die X auf der X-Achse. Alle anderen Farben haben wir ja nicht. Das heißt, wir könnten auch die beiden hier löschen. Wenn ich die rote ausblende, dann haben wir nichts mehr, aber wir haben auf der X-Achse gescaled. Ihr seht hier auch die Y-Achse und die Z-Achse. Da passiert ja nichts, die ist ja einfach so. Und deswegen wird auch nichts animiert. Okay. Und diese rote Linie hier ist in Bézier-Kurven, also das ist der französische Name, in Englisch heißt Bézier-Curve,
auf Französisch Bézier-Kurve, das war ein Herr Bézier, wenn ich mich nicht irre, der das irgendwie, keine Ahnung, so genau kenne ich mich damit nicht aus, aber so hieß der Typ, glaube ich. Und wir brauchen das aber nicht, dass das hier so langsam ist, also dass es langsam, hier geht es ja langsam hoch, bleibt dann so und geht es langsam wieder runter. Dazu drücken wir T und dann können wir hier linear annehmen. Momentan sind wir auf Bézier, wir brauchen aber linear. Und jetzt seht ihr, es ist genau, es ist einfach gerade und es sollte jetzt immer die gleiche, also immer die gleiche Geschwindigkeit haben. Also, auch wenn ihr das so klein habt, hier unten seht ihr es. Hier, ihr könnt, sobald ihr mit der Maus hier drin seid, die Taste T drücken und hier dann auf linear umschalten, so dass dann dieser Ladebalken hier genau läuft. Also ich kann das jetzt hier mal kurz zeigen. Ich mache das jetzt hier mal auf den Loop und los geht's. Es läuft ganz normal durch, ohne Probleme und zwar ohne irgendwie die Geschwindigkeit zu wechseln oder so. Es bleibt einfach linear, so wie wir es eben eingestellt haben. Ihr seht es auch hier, es geht einfach linear nach oben. So. Jetzt stoppe ich das hier mal und gehe wieder zurück in den Default-Modus. So. Und dann geht das hier hoch und runter. Das läuft alles schon sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch die Game Logic dazu. Und dazu gehe ich jetzt hier, hallo, so, in die Game Logic und wähle die Plane hier aus. So. Ich brauche hier erstmal noch keinen Actuator, aber ich brauche eine Property und die nennen wir Frame. Oder die nenne ich Frame. Ihr könnt sie natürlich auch, keine Ahnung, Bildrate nennen oder Jump. Ihr könnt die eigentlich egal wie nennen. Aber Frame macht natürlich am meisten Sinn. Oder Bildrate oder sowas. Oder Bild. Eigentlich macht Bild oder Frame am meisten Sinn. Die lassen wir auf Float. Genau, Float ist gut. Und hier wird dann die Property des Frames gespeichert. Und zwar geht das wie folgt. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich. Obwohl, nee, wir machen erstmal einen Endcontroller schon mal. Achso, bei mir ist ja dieser Bug, dass ich erst am Anfang. Ja, vergiss das einfach. Wir machen erstmal einen Actuator. Und zwar brauche ich dort einen Action Actuator. Und unsere Action hieß Plane Action. Gibt ja auch nur eine Plane Action. Die startet bei 1 und geht bis 101. Was aber gerade nicht mal wichtig ist, weil wir jetzt sowieso umschalten. Und bei Play schalten wir um von Play auf Property. Hier. So, ihr seht, das verschwindet hier. Hier steht eine Property. Das heißt nicht Play, sondern Property. Und diese Property ist die Frame Property. Und jetzt nimmt er einfach den Frame, der in der Property drin liegt. Das heißt, wir stellen die Property schon mal auf 1. So. Und jetzt nimmt er momentan die Property ein. Also jetzt nimmt er momentan den Frame 1, weil auch in der Property der Wert 1 gespeichert ist. Und deswegen wird er jetzt einfach den Frame 1 anzeigen, sobald wir eben irgendwas machen. Und Continue können wir eh ausschalten, das brauchen wir nicht. Und ja, jetzt könnten wir das hier triggern. Ach so, ja. Dann brauchen wir einen. Ah, jetzt mache ich alles falsch hier. Jetzt bin ich ganz raus. Nee, jetzt brauchen wir einen Always-Sensor. Und den können wir. Das ist eigentlich ein Ultra. Das heißt, er wird immer triggern. Das heißt, wir machen hier vorne True-Triggering an. Und dadurch wird der jetzt immer triggern. Wir verbinden das, haben dann hier einen Endcontroller. Und wir sehen, es passiert gar nichts. Außer eben, dass ja, unser Ladebalken eben so klein ist. Und dass der Ladebildschirm trotzdem switcht, weil wir noch die falsche Logic drin haben. Weil ja noch dieser Delay trotzdem drin ist. Und das darf natürlich nicht sein. Das passen wir alles noch an, keine Sorge. Aber das funktioniert hier schon mal, dass nichts passiert. Einfach, dass er hier immer getriggert wird und immer diese Variable nimmt. Das heißt, diese Logic ist fertig. Hier die Action mit Property. Und hier noch der Ultra-Trigger. Also recht einfach eigentlich, ganz simpel das Ganze. Und jetzt brauchen wir, müssen wir den Text, ne, den Hintergrund auswählen. So, jetzt haben wir hier Endcontroller. Warum auch immer. Ich habe da echt einen komischen Bug, wenn ich noch keinen Endcontroller drin habe, dann kann ich auch noch keinen adden, sondern nur indem ich die beiden hier verbinde. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber naja, ist jetzt nicht so dramatisch. So, dieser Delay, der kommt jetzt erstmal weg. Den machen wir erstmal hier raus aus den Sensoren, damit es nicht immer switcht, damit wir das jetzt testen können. Dann gehen wir hier wieder drauf. Und jetzt brauchen wir noch eine Variable, also einen Sensor, der steuert, welche Variable wir haben. Und dazu können wir jetzt verschiedene Sachen nehmen. Dazu kann man zum einen nehmen, dass man eben hier zum Beispiel einen Keyboard-Sensor zum Beispiel macht. Kann man jetzt als Test beispielsweise machen. Dann mache ich hier eine Property. Ein Property Actuator meine ich. Und hier machen wir dann Add Property Frame 10 zum Beispiel. Jetzt addet der
bei Tastendruck von, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da nehmen soll, Backspace. Wenn ich Backspace drücke, dann addet er 10 Frames, das heißt, der Ladebalken müsste sich dann dadurch auch immer um 10 steigern. Das machen wir jetzt mal. So, er steigert sich um 10 und wenn er dann halt bei 101 ist, da passiert da nichts mehr. Also die Variable Frame zählt zwar immer noch weiter, aber ja, der Ladebalken hat keine Animation mehr, also kann er auch nicht weitergehen. So, so viel dazu. Also so kann man das zum Einsteuern und da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen könnte. Man könnte jetzt auch natürlich, wenn man dazu keine Lust hat, das mit Properties zu steuern, könnte man das auch einfach mit Play machen. Diese 101 Frames abspielen lassen und danach und einfach diese Zeit berechnen und dann einfach wechseln, also die Szene dann wechseln. Ich möchte das jetzt einfach mal testen. Ich habe das selbst, so wie ich es jetzt heute vorhabe, noch nie gemacht, deswegen probiere ich das jetzt einfach. Und zwar in Delay, der alle 10 Logic Ticks, nee, alle halbe Sekunde, alle Sekunde, alle 20 Logic Ticks, der alle 20 Logic Ticks Duration, nee, brauchen wir nicht. Also alle 20 Logic Ticks, da müssen wir den Haken Repeat machen, dass das immer wieder macht. Und jetzt müsste er alle 20 Logic Ticks das 1 hochdrücken. Genau. Jetzt drückt er das alle 20 Logic Ticks 1 hoch. Okay, das ist gut. Und jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Nö, jetzt haben wir eigentlich alles schon. Das heißt, er drückt das hier immer 1 hoch, bis er eben am Ende angekommen ist. Jetzt sieht das schon wirklich so aus, als würde das laden. Wie gesagt, das ist nur ein Trick, das ist einfach Optik. Ich mache das, wie gesagt, nicht mit einem Python-Skript. Das ist jetzt wirklich nur noch Optik. Und da lädt er das dann durch, aber er wechselt dann noch nicht die Scene. So. Und das können wir jetzt noch erzielen, indem wir sagen, wir machen einen weiteren Delay, das heißt, wir machen das hier alles weg. Also aus der Plane hier kommt alles raus. Wir machen die ganze Logic hier rein. Und zwar müssen wir jetzt auch kurz ausrechnen, was 100 durch 10 ist. Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Nein, also das ist natürlich 10. Das heißt, wir müssen 10 mal 20 nehmen, also 200. Das heißt, nach 200 Logic Ticks können wir die Szene wechseln. Ich mache hier ein Delay rein. Mit 200 Logic Ticks. Nach 200 Logic Ticks. Delay hier ist 20. Hier nach 200 Logic Ticks soll er die Szene wechseln. Scene. Hier. So. Nach 200 Logic Ticks soll er die Szene wechseln. Und zwar soll er die Szene auf Spiel wechseln. So. Schauen wir uns das mal an. So. Jetzt sehen wir, das ist noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, ihr müsst das auch anpassen. Theoretisch ist das jetzt auch cool. Wenn ihr jetzt ein größeres Spiel habt, und dann könnt ihr das so machen, wie ich jetzt gemacht habe. Und wenn ihr merkt, okay, das größere Spiel lädt einfach länger, dann setzt ihr diesen Delay hier früher. Das heißt, er wird das, also das Szenenladen sozusagen, dieser Ladevorgang im Hintergrund von Blender, der wird dann schon ausgelöst, während noch diese Animation hier abgespielt wird. Und sobald die dann Ende ist, dann ist er fertig mit Laden und zeigt die dann an, indem ihr einfach den Delay hier verändert. Und wenn wir das jetzt uns mal angucken, jetzt müsste das eigentlich ganz gut sein. So, Perfekt eigentlich. Und ja, jetzt läuft der Ladebalken durch. Nach genau 250 Ticks. So, nach 250 Ticks wechselt er die Szene aufs Spiel. Und dadurch ist dieser Ladebildschirm hier dann schon fertig. So, das ist natürlich, wie gesagt, jetzt der Trick ohne Python-Skript, ohne abzufragen. Aber wir können ja nirgends abfragen, wie weit das Spiel jetzt schon ist. Also wie weit es schon geladen ist, das geht einfach nicht. Das können wir nicht abfragen. Wie gesagt, das geht nicht. Dafür gibt es kein Logic Brick. Das kann man nur mit Python, mit einem sehr langen Python-Skript machen, dass man alle Objekte abfragt, wie weit sie sind, ob die Controller schon geladen haben und so weiter. Und dann kann man den ausführen lassen und dadurch dann überprüfen, wie weit es ist. Ist dann aber so, ich finde es dann wirklich so, keine Ahnung, kompliziert, weil es für jedes Spiel individuell ist und ihr jeweils immer individuelle Werte eintragen müsst. Und deshalb dieser Ladebalken, wie ich ihn mache, eigentlich ist wirklich nur Optik, dass man weiß, ja, okay, so lange dauert es noch, kein Problem. Dann liegt er hier durch und dann geht's hier los. Und das Gleiche, das geht natürlich jetzt auch mit Verbindung mit dem Menü. Angenommen, das ist das Menü, juhu. Wir drücken Enter, er lädt den Bildschirm durch. Und schließlich kommen wir dann ins Spiel rein. Und ja, so funktioniert das dann auch ganz gut.
Zumindest bei mir in den Spielen eigentlich immer. Also wenn ihr bei mir Ladebalken seht, ist das auch immer etwas fake, weil ich, wie gesagt, ich bin da nicht so der Python-Programmierer. Ich nutze so ganz selten Python, wenn es halt wirklich nötig ist und es gar keinen anderen Ausweg gibt. Aber in dem Fall kann man das auch noch so machen. Sollte euch das nicht gefallen mit diesem Ladebalken, der nichts bringt und einfach, also der halt nur optisch ist, dann könnt ihr auch diesen anderen Ladebildschirm nehmen, den ich im ersten Teil gezeigt habe, weil der ist tatsächlich, der zeigt einfach, das wird tatsächlich so lange angezeigt, wie das Spiel auch lädt. Und ja, dann könnt ihr ja den verwenden, wenn euch das stört. Oder ihr sucht euch oder schreibt euch ein Python-Skript, der dann euch ausgibt, wie weit das Spiel in Prozent ist. Und dann dadurch mit der Property könnt ihr das auch machen. Also eine kleine Anregung, wenn jemand gut Python programmieren kann, kann er sich natürlich hier ein Python-Skript zurechtlegen, der sich alle Objekte holt und alle Sachen überprüft, wie weit sie geladen sind. Das geht tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht genau wie, weil ich, wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Und wenn ihr das hinbekommt, dann könnt ihr natürlich euch die Property, also als Property das ausgeben lassen in Prozent und mit dieser Property-Variablen genauso hier bestimmen, wie weit die Action vom Ladebalken sein soll. Das könnt ihr natürlich genauso machen. Das ist mir eigentlich egal, wie ihr das macht. So mache ich das immer und ihr könnt natürlich auch den Ladebalken, die Farben ändern und was weiß ich, aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Und bevor ich jetzt mich wieder verquassel, höre ich jetzt auf. Ich hoffe, euch haben die beiden Tutorials so weit geholfen, dass ihr wenigstens einen Ladebildschirm machen könnt. Ich hoffe, wenn es oder ich wenn ich hoffe, wenn es euch gefallen hat. Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oben da, dass ich weiß, dass es klappt. Wenn ihr wieder irgendwelche Probleme, Fragen oder sonstige Wünsche habt, gerne wieder in die Kommentare schreiben, auch als Privatnachricht und so weiter. Ihr wisst Bescheid, wie es mittlerweile läuft. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich, in den nächsten Tutorials, die dann noch so dieses Jahr folgen werden.